Willkommen bei Friendly Mr. Z und heute habe ich meinen persönlichen Endgegner dabei und zwar die erste Signature-Abfüllung von Razai. Yes, yes, yes. Bin ich auch wieder nur durch Zufall drangekommen, da ich richtig Glück hatte. Ich sage nochmal vielen Dank an Felix, der nämlich beim Razai Ballot teilgenommen hat und tatsächlich ausgewählt wurde, eine Flasche zu kaufen. Die haben 2500 Flaschen irgendwie im Vorverkauf quasi rausgehauen, ne, weil beim letzten Mal lief das ja schon katastrophal mies, würde ich jetzt mal so behaupten, ne, um da an den Inaugural Release dran zu kommen. Und haben diesmal quasi ein Ballot gemacht und ja, Felix hat da Glück gehabt und hat mich dann halt gefragt, ob ich eine Buddel haben oder ob ich die Buddel halt haben will. Habe ich natürlich direkt ja gesagt, weil die Buddel wollte ich auf jeden Fall haben. Ja, und jetzt ist sie tatsächlich heute hier angekommen. FedEx hat gerade geklingelt, hat mir das Paket in die Hand gedrückt und ja, ich habe mich sehr darüber gefreut, denn ihr wisst ja, mit dem Razai habe ich jetzt, oder mit dem Inaugural Release, hatte ich jetzt nicht so gute Erfahrungen, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie der reguläre Single Malt von denen ist, beziehungsweise der erste, der halt jetzt rausgekommen ist. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich wollte euch noch zeigen, wie das hier angeliefert worden ist, weil ihr wundert euch hier, nackte Flasche und so, ne? Ja, angeliefert wird das so. Du kriegst also so einen gefalteten Karton, ne? Also die packen da nicht noch schön da rein und schicken dir das dann. Ne, du kriegst den Karton, so wie er halt ist, ne? Und die Flasche ist lose verpackt im Karton. Also schon mal sehr interessant. Wusste ich auch nicht. Hatte ich bis jetzt nur einmal. Das war beim, wie hieß der, Adna Murchan. Da war es ja, oder Adna Murchan. Da war es halt auch so, ne? Da war es halt auch gefaltet und nicht auseinandergepackt. Aber da habe ich halt gedacht, weil es halt so eine recycelte Pappe war, die irgendwie bei jedem Knicken kaputt gehen konnte. Und das ist ja nicht so, ne? Das ist ja relativ stabil. Aber wie gesagt, Flaschendesign, Verpackung gefällt mir total gut bei denen. Da bin ich ja eh wieder Marketingopfer. Auch wenn mir der Inhalt letztes Jahr nicht geschmeckt hat, muss man ganz ehrlich so sagen, ne? Also im letzten Jahr die Abfüllung fand ich gut. Von der Nase her, aber geschmacklich hat der mich überhaupt nicht abgeholt und war echt einer meiner Verlierer 2020. Fanden einige von euch, also weiß jetzt nicht wer, aber einige von meinen Abonnenten auch nicht so cool und naja, hat ein paar Abonnenten gekostet, dieses Video. Aber jetzt versuche ich es erneut mit einem Razai und hier steht jetzt R01 mit dabei. R01 heißt, wenn man sich auf die Seite verirrt hat von Razai und da mal nachguckt, da ist nämlich sehr transparent alles beschrieben, dass der Single Malt hier jetzt zwischen 1 und 10 ppm hat. Ja, abgefüllt mit 46,4%. Ja, wir haben auch noch die genauen Destillationsdaten, ne? Also ist echt alles zu finden. Der wurde irgendwie 2017 bis 2018 destilliert. Dann findet man, wann das Vetting stattgefunden hat, weil wir haben hier nicht nur ein Fass oder zwei Fässer, sondern wir haben hier ein Vetting aus 6 Fässern. Und zwar gibt es 3 Fässer. Da kommt das der Unpeated New Make rein und in die anderen 3 Fässer quasi, also jetzt sind ja nicht nur 6 Fässer gewesen, aber jetzt, ne, als Beispiel, die nennen das ja 6 Fassprinzip. In die anderen 3 Fässer kommt quasi der rauchige New Make rein. So, und das heißt, wir füllen das ab in Ex-Rye Fässer, in Ex-Bordeaux Rotwein Fässer und in Chin-Capin-Fässer, der Chin-Capin-Fässer. Vermutlich was Französisches. Ich habe keine Ahnung, was das ist und habe vergessen, gerade zu recherchieren. Das ist blöd, das ist peinlich. Da muss ich kurz nachgucken. Kleinen Moment. Bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe kurz nachgeguckt, weil wirklich, das passiert mir ja sonst gar nicht. Also bin total überrascht. Aber ich war so heiß auf die Abfüllung. Okay, es ist vielleicht auch warm, vielleicht liegt es einfach da dran. Aber es ist, also ob es richtig ausgesprochen ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall eine gelbe Eiche. Also ich finde irgendwie nur was zu einer gelben Eiche. Ich weiß aber nicht, was vorher drin war. Ob es wirklich dann quasi ein Virgin Oak ist oder ob vorher vielleicht in dem Fass noch irgendwas drin war, keine Ahnung. Ne? Ich habe mich ja schon mal bei dem Tuscan Oak damals ein bisschen verhaspelt. Da habe ich auch gedacht, toskanische Eiche, dabei war da einfach nur Wein drin vorher. Ja, egal, sowas passiert, auch mir. Dafür mögt ihr meinen Kanal. Ich glaube, ich hatte sowas schon mal erwähnt. Ja, wie gesagt, Chin Capin oder Chin Capin oder Chin Capin. En français. Ich weiß es nicht, was richtig ist.
Ja, auf jeden Fall gebottelt wurde der 10.05.2021 bis zum 4.06.2021, heißt also quasi, wenn ihr so wollt, vor 2 Wochen, ja, wurde das Ding erst abgefüllt, wenn es denn eine Flasche war, die vor 2 Wochen abgefüllt worden ist. Ja, das Flaschendesign habe ich ja schon mal gezeigt, ziemlich geil, muss man einfach so mal sagen. Sieht auch echt cool aus, steht auch wieder drauf, wie viele Einwohner aktuell auf Rasai leben, nämlich 161. Ja, ist nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt. Ich weiß aber gerade nicht, wie viele Flaschen die insgesamt davon raushauen, aber vermutlich wieder so eine ähnliche Menge wie am letzten Mal. Da waren jetzt hier, glaube ich, auch 12 bis 16, ne, 12.000, glaube ich, haben sie am letzten Mal ausgehauen. Ich vermute mal jetzt aufgrund dessen, dass es jetzt nicht mehr Fassstärke ist, sondern halt nur noch, naja, Trinkstärke, wird es wahrscheinlich etwas mehr sein. Naja gut, ich würde sagen, ich halte jetzt mal meine Nase rein und dann gucken wir nochmal, was wir so in der Nase haben. Ich bin gespannt. Also erste Nase, erster Moment, wenn du die Nase reinhältst, denkst du sofort, du hast einen Talisker im Glas. Der riecht sowas von danach, dass das ein Talisker sein könnte. Das ist echt krass. Aber man merkt wieder die Jugend, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, da war die Abfüllung von letztem Jahr, der Inaugural Release, ich lerne es irgendwann noch, war von der Nase her wesentlich entspannter als der jetzt hier. Also ich finde, für 46,4 Umdrehungen schiebt der ganz schön in der Nase. Bisschen prickelig auch, ne? Also ich würde sagen, du hast also Rauch ist da, wirklich sehr, sehr, sehr dezenter Rauch. Du hast so ein bisschen, ja, so ein bisschen so eine Birnennote, finde ich. Aber der ist auch relativ süß und frisch dabei. Also der hat auch so eine wirklich krasse Mentholfrische, würde ich schon fast sagen. Und was mich ein bisschen wundert ist, es waren ja wohl keine Bourbonfässer beteiligt, oder? Aber irgendwie finde ich, hat der so ein, ja, so ein Tick Bourbonfassnote, also fast. Ich weiß nicht, wo daher das kommt. Der hat so eine leichte, wie kann man das denn sagen? Ich find, bei Bourbonreifung hast du immer so eine leichte vanillige Muffnote. Die ist so ganz dezent und die finde ich eigentlich total geil daran bei Bourbonreifung. Aber hier, das ist irgendwie komisch, als wenn das ein bisschen anders ist. Also ich finde, einen leichten Muff hat er auf jeden Fall und der hat auch so eine leichte Säure-Moment. Könnte so Milchsäure sein. Oder auch so, der Rauch, finde ich, auch geht so in so eine Richtung, so geräucherte Wurst, so Mettenten, geräucherte Mettenten oder so, irgendwie sowas. Also fruchtig mit Mettenten. Habt ihr schon mal Mettenten gegessen mit so, ich weiß gar nicht, ich habe das mal gegessen mit, ich glaube, Pflaumenkompott oder so. Also, aber das schmeckt nicht nach Pflaume, oder riecht nicht nach Pflaume, das riecht nach Birne halt. Das riecht wie, als wenn ich so Mettenten hätte und würde das mit so einem Birnenkompott oder so einer Dosenbirne essen. Oha. Also dieser Säuremoment oder diese Milchsäure, ich weiß nicht, das stört mich ein bisschen. Also ich kann das gerade schlecht beschreiben. Das ist so, ich traue mich das gar nicht so zu sagen, aber das riecht irgendwie echt komisch, als wenn irgendjemand sich übergeben hätte oder so. Ich glaube, Jason sagt immer, das riecht wie Milchsäure. Also das ist so, ja, wir haben schon mal im Livestream gesagt, Babykotze, ne? Aber ist auf jeden Fall komischer Geruch irgendwie. Also der Geruch holt mich jetzt nicht so ab. Also wie gesagt, da fand ich die Abfüllung letztes Jahr wesentlich besser, wesentlich gelungener. Da hat man gar nicht gerochen, dass man einen jungen Whisky im Glas hat. Aber hier, finde ich, riecht man die Jugend auch, ne? Naja, gut, ich probiere jetzt einfach mal. Slanger.
Also geschmacklich ganz anders. Geschmacklich finde ich ihn gut, tatsächlich. Also man merkt, dass es ein junger Whisky ist. Der schiebt ordentlich. Der hat wirklich eine krasse Pfeffrigkeit, eine starke Pfeffernote. Aber der Rauch ist total angenehm. Also eine ganz milde Rauchnote, die am Ende raus stärker wird. Ne? Also so zum Abgang hin merkst du, wie der Rauch kommt. Und der kommt richtig stark. Ja, also wirklich ganz leichte Rauchnote am Anfang, wirklich dezent, ein Hauchrauch und dann schiebt der nach. Und mit dem Alkohol schiebt der Rauch auch mit. Toll eingebunden, muss man sagen. Ja, geschmacklich erinnert er mich total an so, ja, wie soll ich das sagen? So, der hat so was von so getrockneten Aprikosen, so was. Also, ne, es gibt ja diese Nussfruchtmischung, wo so Cranberries, Aprikosen, Weintrauben und dann ein paar Nüsse noch mit drin sind. Und stell dir vor, du isst das. Das ist so dieser Geschmack. Ja, alkoholmäßig, ja, 46,4%, die merkst du auf jeden Fall. Wie gesagt, der ist halt einfach noch zu jung, ist ein junger Whisky. Ich bin froh, dass der nicht 120 € gekostet hat, sondern dass der preislich echt im Rahmen war. Ich glaube, der hat jetzt mit Import aus England oder aus Schottland, hat der, glaube ich, 78 € gekostet. Das ist für mich jetzt total okay. Wenn ich jetzt überlege, ne, von den letzten habe ich 120 hingeblättert und den fand ich ja überhaupt nicht so geil. Aber hier, wie gesagt, die Nase ist echt komisch. Also die Nase ist wirklich gewöhnungsbedürftig und die finde ich auch nicht lecker. Ne, also. Weiß ich nicht, komischer Geruch irgendwie. Aber geschmacklich, wie gesagt, du hast so eine fast schon, diese Pfeffrigkeit erinnert mich schon fast an so eine, diese Zimtnote von diesem Red Band Kaugummi, wo du halt wirklich so intensive Zimtnote hast. Das ist so ein bisschen auch so die Erfahrung, die ich so bei Tullibardin ja damals gemacht habe. Da hat es ja auch so eine leichte Schärfe, da war jetzt halt kein Rauch, aber die Schärfe hat mich total an dieses Kaugummi erinnert und das denke ich gerade auch so. Aber ich probiere nochmal einen Schluck. Ja, also definitiv, der hat so diesen Moment, du trinkst den, der hat so einen würzigen, wie diese, kennt ihr diese Tapsi von Katjes? So ein bisschen diese, die sind ja so mit Süßholz oder so, das sind diese so kleine Panda-Bären aus keine Ahnung was, ne? So Süßigkeiten sind das halt und die haben, da ist irgendwie so Lakritz mit bei und irgendwie so was Fruchtiges und ich finde, der hat so eine totale Anis-Lakritz-Süßholz-Wurzelnote. Wie gesagt, so ein bisschen so eine Aprikosenfruchtigkeit. Und dann darüber liegt halt dieser Rauch, der wirklich zum Ende raus schiebt. Und das Gute ist halt, der Abgang ist relativ lang, muss ich sagen. Und der hat auch noch diese Fruchtigkeit, die halt noch mitkommt. Und die Fruchtigkeit ist eher so helles Steinobst, sage ich jetzt mal. Ne? Also Aprikose finde ich passt schon ganz gut, so eine getrocknete vielleicht, aber könnte auch so ein bisschen Pfirsich sein oder vielleicht sind da auch noch ein bisschen Pflaumen bei, also vielleicht noch so ein bisschen was Dunkles. Aber so an sich, geschmacklich ist der gut. Ne? Aber geschmacklich finde ich den echt für einen 3 Jahre alten Whisky, haben die da nicht viel falsch gemacht, der hat mir echt gut gefallen, aber die Nase finde ich geht gar nicht. Also auch wenn du jetzt nach dem Trinken noch mal dran riechst, du kriegst immer noch diesen Geruch von, ja, sorry, Geruch von Erbrochenem. Ich kann nichts dafür, das riecht einfach so. Erbrochenes, muffig ein bisschen, weiß ich nicht. Also vor allen Dingen, desto länger du oder desto mehr Luft der kriegt, desto schlimmer wird das, habe ich das Gefühl. Ich meine, jetzt schiebt der nicht mehr so in der Nase, aber ist trotzdem zu krass. Gut, ich sage. Ja, es war dieses Jahr vielleicht mein Endgegner, weil ich beim letzten Jahr oder letzten Jahr den echt nicht so geil fand. Aber ich sag mal jetzt dieses Jahr oder die Abfüllung finde ich auf jeden Fall ein bisschen besser. Also man merkt, dass es eine Entwicklung ist, aber ich bin echt gespannt, wie die so sind, wenn die so ein bisschen älter sind. Wenn die ein bisschen, ja, mehr vom Fass noch mitbekommen haben, ein bisschen mehr Aromen haben. Für einen jungen Whisky okay, aber ganz ehrlich, Leute, braucht ihr nicht kaufen. Kauft euch ein Sample. Wenn ihr das Ding kaufen wollt, dann vielleicht zum Sammeln, um in den Schrank zu stellen. Aber ich würde ihn jetzt nicht kaufen, um den halt zu trinken. Also teilt den mit ein paar Jungs oder sonst mit irgendjemandem, der halt auch keine ganze Flasche haben will. Dafür reicht es auf jeden Fall.
Ich würde mir aber jetzt nicht unbedingt für, keine Ahnung, horrende Preise, die abgerufen werden, nachher, man weiß es ja nicht, ne? Man weiß ja nicht, wie der jetzt in Deutschland bepreist wird, ob man da den auch für um die 60, 70 € kriegt. Ich glaube, UVP war, glaube ich, 58 Pfund oder ne, 48 Pfund. 48 Pfund war, glaube ich, die UVP. Und mit allen Pipapo, Kosten, Gebühren und so bin ich bei 78 € gelandet. Ich glaube, wenn der in dem Kurs landet, okay, kann man das vielleicht mal machen. Vielleicht landet der auch bei 60 € in Deutschland. Wir wissen es aber nicht. Aber wirklich, holt euch jetzt nicht für 120, 130 € die Bulle zum Probieren. Dann teilt euch die lieber mit ein paar Leuten und probiert erstmal ein paar Samples, weil das ist jetzt kein Pflichtkauf und keine Flasche, die man zwingend jetzt unbedingt probieren sollte. Außer ihr seid natürlich scharf drauf, da zu probieren, wie sich die Destille weiterentwickelt. Dann kenne ich das Problem natürlich, ich kenne das ja von mir selber, ne? Da muss man einfach die Bulle haben. Gut, also ich bin dann so, ja, schon bei 2 bis 3 Daumen hoch, ne? Also die Nase finde ich jetzt nicht so geil, aber der hat sich auf jeden Fall schon gemacht und hat sich verbessert. Das wollen wir natürlich auch positiv hervorheben. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal Mission 1000. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei meiner Whisky-Community mitmacht, bei WhatsApp. Wenn ihr damit reinkommen wollt, sagt mir einfach Bescheid. Ich lade euch dazu gerne ein. Wenn ihr oder Freunde habt, die mich noch nicht kennen, leitet mal meine Videos weiter, teilt die fleißig. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Und ansonsten findet ihr mich natürlich auch bei Instagram und bei Facebook. Gut. Ja, Feedback zum Rasai gerne erwünscht. Wenn ihr die Flasche schon probiert habt, wenn ihr die Buddel schon habt, wenn ihr ein Sample hattet, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt drauf und ja, ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.